werde ich aber auch auf jeden Fall wieder in Angriff nehmen. Und Feier steht hier auch noch offen. Ne? Feier ist ja auch mittendrin mehr oder weniger abgebrochen worden von mir, weil ich bei einem Rätsel überhaupt nicht weiterkomme. Und ich habe mir die Folgen selber angesehen und ich komme halt einfach nicht da drauf. Und ja, dadurch ist das jetzt doch leider in Vergessenheit geraten. Ist echt schade, so jetzt haben wir 4 Stacks, das muss erst einmal reichen. Wollen ja mal nicht übertreiben, wir wollen ja auch noch ein bisschen bauen. Ich glaube, Bäume müssen wir ja auch noch ein bisschen fällen. Ah, ich glaube, das Haus, so wie ich mir das vorstelle, wird schon ganz schick. So, jetzt nehmen wir aber wieder Morgenstern in die Hand. Und es wird draußen dunkel. Das heißt, wir nehmen unsere Beine in die Hand und werden eine Runde schlafen. Aber vorher nehmen wir uns noch die Tomaten mit. Also von hier unten sieht das echt schon mal schick aus. Auch von außen, muss ich ehrlich gestehen. Finde ich ehrlich schick. So, jetzt muss ich mal gucken. Ist hier wieder ein Bär in der Nähe? Hallo. Ich habe jetzt auch leider so gar kein Thema vorbereitet, worüber man quatschen könnte. Heute hat hier auch wieder die Bundesliga. Ne, gestern hat die Bundesliga angefangen. Entschuldigung. Gestern hat die Bundesliga angefangen und da haben meine Bayern ja ordentlich gewonnen gegen den HSV. War ein schönes Spiel, zumindest die zweite Halbzeit. Die erste war so ein bisschen schleppend. Und heute hat die Lieblingsmannschaft von meinem Brüderchen und von meiner Mama auch gewonnen. Dortmund mit 4-0. Und morgen ist der erste FC Köln dran, dem wir natürlich auch die Däumchen drücken wollen. Denn Köln ist ja nicht meine Lieblingsmannschaft. Meine Lieblingsmannschaft ist ja der FC Bayern. Aber ich mag Köln. Ich finde die sympathisch. Und mein Papa ist auch Köln-Fan und deswegen werde ich den morgen auch die Däumchen drücken. So, das war jetzt erstmal wieder Fußball. Und ein Neuaufsteiger hat hier auch schon für reichlich Furore gesorgt. Hm? Ach so. war das Ingolstadt? Ne, Ingolstadt hatte, glaube ich, gegen Hannover 96 unentschieden gespielt und Darmstadt hat gegen Mainz gespielt und die Mainzer haben tatsächlich verloren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Habe ich da gerade irgendwas Braunes gesehen? Und es regnet draußen, also nicht hier, sondern bei uns draußen. Gestern noch über 30 Grad gehabt und heute nur noch um die 20, ich glaube 21 Grad. Das ist ein komisches Wetter hier momentan in Deutschland, ich weiß nicht. Irgendwie komm ich nicht drauf klar. Muss auch gestehen, ich hatte die Tage auf der Arbeit Kreislaufprobleme gehabt. Also da ist mein Kreislauf so ein bisschen zusammengesackt. Durch diesen ständigen Wechsel, den wir haben. Dann hast du dann über 30 Grad, sogar fast 40 stellenweise. Und dann auf einmal knallt das nur noch runter auf so 15, 16 Grad. Haben wir jetzt auch zwischenzeitlich mal gehabt. Und dann stieg das wieder nach oben. Und jetzt ist das wieder im Keller und keine Ahnung, ey. Ich würde mal gerne wissen, wie sich ältere Leute oder alte Leute, sage ich jetzt mal, bewusst, wie das für die ist, wenn das für uns jüngere Menschen ja schon unerträglich ist. Wie ist es dann für die? Würde ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Und Gott sei Dank habe ich auch noch ein bisschen bis dahin,
bis ich mal in den Genuss komme, mal alt zu sein, um das zu erleben. Und wer weiß, wie in keine Ahnung wie vielen Jahren das Wetter ist. Denn ich bin ja gerade mal erst 28, was das gerade erst mal, aber ich bin ja noch recht jung. Und für mich ist das hier schon Horror. Oh, da ist auch eine Höhle. Ich nehme mal meinen Morgenstern in die Hand. Wer weiß, was für Gefahren hier auf uns lauern. Aus dem Wald. Ach, das ist so eine Spalte. Sieht auch cool aus. Haben wir einen Setzling? Nein, aber nicht. Wir müssen auf jeden Fall noch mal ein bisschen was fällen. Ich bin mal gespannt, wann die das endlich mal fixen, dass man die Sachen wiederbekommt. Ich habe jetzt gar nicht... Nee, es ist kein Update mehr dazugekommen. Wir haben immer noch die Alpha 0.5.8.1. Wobei so ein Update mal vielleicht nicht so verkehrt wäre, muss ich ehrlich gestehen. Aber naja, ändern können wir es leider nicht. So, dann machen wir mal hier einen Riegel. Den müssen wir jetzt leider machen, da ich mich ja da oben verbaut habe. Und ich habe keine Lust, deswegen alles wieder von vorne zu machen. Und ich kann mir gleich schon wieder einen neuen Putz hauen. Bauen. Denn wir haben ja nur noch 37 auf Tasche. Mann, haben wir mal so viele Steine mal zusammen und dann geht das alles wieder ruckizucki weg. Ach, wir müssen auch noch... Nee, das kann ich oben noch nicht. Was ich aber mal machen werde, ist... Der hier kann eigentlich schon weg, weil den haben wir ja oben auch stehen. Wir machen uns jetzt mal ein bisschen Holz. Und Werkbank, eine Sägebank können wir uns nicht machen. Eine Blockbank auch nicht. Einen Schmelzofen haben wir ja, Gott sei Dank. Ein Webstuhl... Stoffe zu weben, ja, aber... Oh, Werkbank Stufe 2. Eine moderne Werkbank wird benötigt, um fortgeschrittene Gegenstände herzustellen. Eisenplatte, Eisenstab, Aluminiumplatte. Aber Aluminium haben wir noch gar nicht gefunden. Schade. Wahrscheinlich kann man darüber dann, vielleicht, Rüstung herstellen. Über diese fortgeschrittene Werkbank. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt erstmal Fensterrahmen. Da gehen wir einmal hier wieder durch. Ja, das ist das, was wir haben. Ja, kann man eigentlich direkt alles verbrauchen. Dann machen wir uns hier mal ein paar Glasscheiben, solange die noch kostenlos sind. Habe ich irgendwas vergessen? So. Dann wollen wir mal gucken. Vielleicht kann ich das dann doch. Dann hätte ich zwar hier wieder einen Fehler gemacht, aber... Naja, gucken wir mal. Wir machen jetzt hier erstmal. Dass wir das hier auf die Reihe bekommen. Hier hinten werde ich keine Fenster reinmachen. Wegen dem Hochofen. Das wäre einfach nur Verschwendung. Hier, das können wir direkt schon hochzimmern eigentlich. Ja, wir müssen doch leider höher gehen, als ich eigentlich will.
Verdammt, das wird alles so höher, als ich es eigentlich gerne möchte. Langsam scheiß Hochofen hier. Dann muss ich mal gucken, ob ich die Decke hier nicht aus Halbstüfchen mache. Muss ich noch ein höher? Ich glaube, ich muss noch ein höher. So wie es aussieht. Nur das wegen so einem scheiß Hochofen. Ach, Menno, das versaut mir meine ganze Hütte. Oh oh. Ja, greifen wir einmal mal durchs Feuer. Cool, dann haben wir wieder gebranntes Material. Muss ich das eigentlich auch mit Kohle machen? Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen mit Kohle. Wir nehmen auf jeden Fall die Erze mal mit. Die vier nehmen wir auch mit. Kohle nehmen wir mal mit. Ich schaue einfach. Ach, was hatten wir denn da noch? Ach, das ist Erde. Nehmen wir mal Kohle in die Hand. Nee, mit Kohle geht das schon mal nicht. Dann würde ich sagen, das ist Kupfer. Das ist Eisen. Dann kommt hier oben wieder Kupfer rein. Da haben wir. So, und auf der 5 haben wir jetzt Eisen. Ich will es jetzt aber auch logischerweise nicht abbauen. Okay, dann muss ich es doch so machen, dass das hier das Höchste wird hier. Man muss es genau andersrum machen, als ich es eigentlich machen wollte. Und das sieht natürlich jetzt auch zum Kotzen aus, ne? Eigentlich müsste ich alles ein nach hinten machen. Ich will nicht, aber ich werde wohl müssen. Ich kann eigentlich direkt alles hier als Putz machen. Obwohl, nee, wir gehen mal nur bis runter bis. Machen wir mal bis 70. Ich habe mal Angst, so viel oder zu viel zu machen. Ach Gott, ich kann. Nee. Mit 64 und dem bisschen da, das kannst du knicken. Ach nee. Komm, machen wir alles. Was soll's? Wir haben's doch. Dann haben wir mal eben 300 Steine oder wie viel wir hatten mal verkloppt. Und ich muss das tatsächlich alles ein nach hinten setzen. Weil sonst sieht das echt schäbig aus. Wir machen jetzt aber erstmal oben weiter, bevor wir hier das hier unten erstmal machen. So, dann nehmen wir erstmal den 22er Stack. Och Menno.
So, wir haben wir hier unten die Fenster. Jetzt muss ich mal gucken. Einen. Und dann kommt ein Fenster. Okay. Ja, haben wir ja hier im Prinzip. Und dann kommt dann hier...